Hallöchen, nun ein herzliches Willkommen zurück. Schön, wieder zurück in Diamond City zu sein. Ja, herzlich willkommen zurück bei Diamond City. Oh, ich darf das nehmen? Alles? Du bist zurück. Wie ist es mit dem Nakano? Ja. Oh! Was? Du erhältst das Solo-Band-Spiel. Oh. Fall Earl Sterlings Verschwindauftraggeber Vadim Bobrov. Noch ein Verschwinden zu erklären. Earl Sterling, 25 Jahre alter Barkeeper in Dockout Inn. Vadim Bobrov, einer der Inhaber, bemerkte, dass Earl mehrere Tage nicht zur Arbeit erschienen war. Die Sicherheit wurde gerufen. Ich glaube, ich habe den falschen Knopf gedrückt. Egal. Ich habe Kenjis Tochter in einer Sündzuflucht im Norden bei Far Harbor gefunden. Sie ist wieder zu Hause. Gesund und munter. Das ist toll. Wir haben nicht oft gute Neuigkeiten für die Menschen. Schöne Abwechslung. Ich danke dir für deine Mitarbeit. Ich wusste, dass etwas Gutes dabei rauskommen würde, als du dich mit Nick zusammengetan hast. Lass von dir hören, Spürnase. Wüsste ich's nicht besser, würde ich sagen, du verteilst die Lorbeeren nur an unseren Freund hier. Ich will dich nur auf Trab halten, Nick. Der Earl Sterling. Earl ist eines Tages aufgestanden und einfach verschwunden. Seitdem hat ihn keiner mehr gesehen. Ich will Earls Fall jetzt schon eine Weile zu den Akten legen. Schön, dass du dich dafür interessierst. Was denkst du über den Fall, Ellie? Über Earl? Tja, er hatte keine Feinde, so viel ist sicher. Dafür müssten die Leute erstmal wissen, dass es ihn überhaupt gibt. Earl war nicht gerade der Typ, um irgendwelche Verbrechen aus Leidenschaft zu provozieren. Was sagt uns das? Ich weiß nicht, Nick. Das Institut kann's nicht gewesen sein. Oder? Das rauszufinden liegt dann wohl an dir. Vielleicht sollten wir als Schlüssel von Vadim Bobrov abholen. Er führt das Dugout in. Hey, Valentine. Sollen wir wieder aufbrechen? Ja, ich muss ihn mitnehmen. Gehen wir. Gut. Okay. Gehen wir. Mr. Valentine, ich selbst hätte keinen besseren Ersatz finden können. Du schmeichelst mir, Cotsworth. Pass gut auf dich auf. Na, geht's weiter? Hallo? Hallo? Och, komm schon. Oh. Ach, jetzt geht es. So, dann schick mir den mal nach Sanctuary. Hab ich ihn jetzt bei oder nicht? Ich habe das Gefühl, dass das diesmal nicht so ganz funktioniert hat. Wer hat deiner Meinung nach den Krieg eigentlich gewonnen? Wohl niemand. Nee, wahrscheinlich eher niemand. Ah, jetzt ist er bei mir. Okay, dann würde ich sagen, brechen wir mal nach Far Harbor auf. Das war doch, glaube ich, in Far Harbor, ne? Brechen wir dahin nochmal auf. Ich gucke aber gerade nochmal auf der Karte, damit ich nicht da irgendwie doch verkehrt dann bin. Und guck mal, was Kyle dann für uns parat hält, wenn wir den guten Nick hier mitbringen. Da bin ich echt mal gespannt. So, schauen wir mal. Jo, das ist in Far Harbor. Okay, dann gehen wir mal rüber. Nach langer Zeit sehen wir Far Harbor mal wieder. So, hallöchen. Liebes Far Harbor. Lange nicht gesehen. Hallo, Freunde. Du kommst aus dem Commonwealth, nicht wahr? Ja. Da hast recht. So, wo müssen wir hin? Wo ist es denn? Hier. Ah, die Wimpop-Fabrik war das. Ich verstehe. Oh, yay. Ah, hier war das. Och nein. Au! Kannst du weglaufen?
Ich sitze ja nicht mal. Ja, wenn es nicht anders geht. Wirf alles, was du nicht mehr tragen kannst, in meine Richtung. Hey, ich kann die nicht looten. Hä, der war doch noch nicht tot. Jetzt aber. Ach gut, ich kann hier auch schon rein. Ich dachte, ich müsste jetzt irgendwie außen rumlaufen. Was ist das? Wir sind wohl nicht allein. Putz erledigt. Was war das? Daneben. Wo ist denn der geflogen? Au, 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 au. Wo ist er denn? Da oben. Was hast du noch so drauf? Ich sehe nichts. Dieses Kackviech leckt mich doch am Arsch. Hallo. Ah, das ist mal wieder komplett alles zurückgesetzt. Ja. Soll meine Visage wirklich die letzte sein? Hä? Aua! Da hat mir doch in dem Moment, wo ich hier durchgegangen bin, doch so ein Mutantenhund in den Arsch gebissen. Wie kann er es wagen? So ein böser Hund. Ah, jetzt kann ich, glaube ich, auch wieder schleichen, ne? Weil der schleicht ja, glaube ich, mit. Hättest weglaufen sollen. Zumindest hoffe ich, dass er mitschleicht. Ich will doch nur die Quest machen. Lass mich in Ruhe. Au! Wusste ich doch, dass da irgendwas rumgebuddelt hat. Hätte ich doch richtig gehört. Aua! Idiot. Wie hängt der da? So kann man sich auch ausruhen. Nee, ich balle einfach drauf. Oh, was ist das? Captains Mischung. Ich glaube aber, Valentine heilt uns jetzt nicht, obwohl das eigentlich geskillt war. Zählt er nicht als Roboter?
Oder habe ich das irgendwie anderweitig geskillt? Ach Quatsch, das habe ich. Das ist ja kein Skill von mir. Das ist ja ein. Das ist ja eine Verbesserung von der Robo-Werkbank. Das ist ja eine Verbesserung von der Robo-Werkbank. So, ich nehme mal hier das. Und pfeife mir mal was zu essen rein. Ein Red Skorpion-Ei. Majolok Fleisch, 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 Fleisch. Oh, wow. Achso, das ist Leguan-Bissen. Das ist noch das rohe Fleisch. Nehmen wir das hier. Fleisch, Fleisch, Fleisch und Bohnen. Eichhörnchen am Stahil. So, das genügt eigentlich. Also irgendjemand schießt hier innen drinnen wohlgemerkt. Warum schießt hier jemand von innen? Sind hier zwei verschiedene, die sich gerade bekämpfen oder was? Blöde Geräusche. Geräusch. Oh. Alter, musst du hier von vorne kommen? Ich dachte, du wärst gerade ein Mutant, Mann. Entschuldigung. Das war einfach ein blöder Reflex. Da kommt er hier um die Ecke, weißt du, und läuft hier doch irgendwo oben rüber, dass es so aussieht, als wäre er größer, als er eigentlich ist. Ich glaube, ich muss mal öfters zwischendrin speichern. Ich weiß nicht, wenn man den so oft anschießt, nicht, dass der mich dann attackiert. Oh Mann, ich weiß nicht, wo ich hin muss. Oh. Ich was hören. Ich nicht. Ich bin meistens taub. Ich glaube, wir sind nicht allein. Alter. Hallo. Hallo. Huch. Kommen sie hier als Horde, aber haben trotzdem keine Chance. Da draußen ist es. Bäh. Die gehen uns nicht mehr auf die Nerven. Nee. Die ganz bestimmt nicht mehr. So, da sind wir. Warum ist das schon wieder zu? Nein, warum ist das zu, Mann? Oh, jetzt muss ich echt so ein Scheiß... Ah, nee, da ist es. Da ist das Terminal eben. Oh, ich dachte schon. Ich dachte schon, ich hätte damals ein Terminal gehabt, wo nicht direkt nebendran war. Geschafft. Yeah. So. Komm, Niki. Komm. Nach oben. So, mein Freund. Na, jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt kommt. Scan-Vorgang. Zugelassener Benutzer registriert. Synth-Prototyp. Medizinischer Bereich freigeschaltet. Was? Das Ding weiß, was ich bin?
Wie? Wer bist du? Ich bin Kai 1.1, eine Computerintelligenz, die medizinische Einrichtungen steuert. Genauer gesagt, den Raum hinter dieser Tür. Sie entsprechen allen Spezifikationen für einen zugelassenen Benutzer. Ehrlich gesagt, sind diese sehr gering. Das muss Dimas Werk sein. Er hätte nie vermutet, dass jemals ein anderer Synth-Prototyp auf der Insel sein würde. Wir sollten alles mitnehmen, was nützlich ist. Oh, Errungenschaft freigeschaltet, Legionär. Tut mir auch nichts weh hier drin. Ah. Oh, was ist das? Die Dezember-Key? Ja. Leichter und verwendet 5,56 Muni. Erhöhte Feuerrate und 15% schnelleres Nachladen. Schick. Und dafür musste ich jetzt Nick hierher bringen. Yay. Super. Ich hoffe, die Knarre ist auch wirklich besser. Ist das eigentlich so eine Flinte, wie ich hier habe? Oder ist das wieder eine andere? 274, Dezemberkind. Oh. Aber bessere Feuerrate, bessere Reichweite, bessere Präzision. Aber 66, der macht, ich weiß nicht. Irgendwie nur ein Viertel von dem Schaden, das wir haben. Nö, danke. So, das war's dann auch schon tatsächlich. Ich hatte eigentlich mehr erhofft. Und die Quest ist jetzt auch weg? War's das jetzt komplett? Ja. So, die Blutproben, die Dokumente, die Synth-Zuflucht. Was? Finde die Ladung der Marinenkampfrüstung, repariere die Wasserpumpe, besorg die Ausgabe. Das andere ist ja die Bruderschaft, das mache ich ja definitiv nicht, sonst hauen die hier ja die Synths um. Die technischen Dokumente und die Blutproben sammeln wir sowieso. Also haben wir fast alles fertig, was es hier im Grunde gibt. Oh, warte. So. Also haben wir die Mini-Quests schon mal fast geschafft. Nach oben. Mein Ohr juckt schon wieder. Heute ist das wieder schrecklich. Überall juckt's. So, ich brauche mal wieder was zu essen. Erdgeschoss. So, ich möchte jetzt eigentlich nur noch ganz schnell hier raus. Wohl nichts gewesen. Ich hatte gerade schon wieder so einen ganz weißen Hintergrund, so einen Hintergrundbug. Alter! Du Drecksau da oben! Was fällt dir ein? Kann ich da? Nö. Ach, hier ist ja nichts. Wut! Ja, mein Freund, du willst Stress mit mir? Den kannst du haben. Hä? Ach, da oben. So, Feierabend. Da, 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 da. Ja. Oh, das ging gut. Besichtigungsnotizen. Warum tun wir das? Ich verschwinde. Ich glaube, das kennen wir schon. Deswegen sage ich da jetzt einfach mal nichts.
und lese das auch nicht, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das schon gelesen hatten. So, die Sachen haben wir auch. Ah, sehr gut. Die Insel. Was? Das werden gute Kampf. Bis dann, Kumpel. Na, ah, lauf! Oh Gott. Ah. Oh, Alter, da kam einfach mal... Kann ich da noch mal... Ui, da kam einfach mal so ein Selbstmörder in das Haus reingerannt. Jetzt bin ich schnell weg. Ich wollte jetzt direkt nicht zu Beginn irgendwo rausrennen, weil ich mir jetzt gerade nicht sicher war, in welche Richtung ich abhauen muss. Nicht, dass ich in eine falsche Richtung abhau und dem Typ nämlich direkt in die Arme gelaufen wäre. Deswegen habe ich erstmal abgewartet. Oh ja, genau. Jetzt musst du laden, oder was? Jetzt genau musst du nachladen. Das war eine tolle Idee. Das war eine super Idee. Es ist schön, dass du wütend bist. Hilft dir nur leider nicht viel. Ach, der war Dingens. Ja gut. Bei so vielen Leuten, bei so vielen Mutanten hier gerade und zwei Stück. Ich weiß gar nicht mehr, wo der herkam. Ich glaube, von hier? Ich glaube, ja stimmt, ich bin hier runtergerannt, ja. Ich bin hier runtergerannt und dann nach draußen. Da kam der Super, der Selbstmörder kam hier rein. Und es wundert mich nicht, hier war nämlich einer mit Raketenwerfer oder waren es sogar zwei mit Raketenwerfer und dann von draußen noch der Selbstmörder, dass das Nick umhaut, das überrascht mich ehrlich gesagt nicht. Ah, jetzt kann ich mich aber immer noch nicht porten, weil da immer noch zwei Stück sind, die mich irgendwie von irgendwoher gesehen haben. Ich will doch nur hier weg. Yay. Alter, jetzt mach doch mal. Mensch. Geschafft. Sollte nicht lang dauern. Oh, das war ein leuchtender Hund. Dem habe ich eine Bobbes geschossen. Ah, jetzt aber. Gut, mal schauen, wo müssen wir hin? Also, wieder zurück. Ist das wirklich hier? Finde die Ladungen der Marine-Kampfrüstung. Ist das jetzt wirklich hier mitten im Wasser? Ich meine, wenn das im Commonwealth wäre, würde das, glaube ich, hierhin zeigen. Alter, krass. Harbor Grand Hotel. Da war aber auch alles voller Supermutanten, ne? Da speichere ich auch mal, bevor ich mich dahin verschwinde, die Buse. Oh je. Und ich kann ja nicht tauchen. Wie soll ich denn tauchen? Ich bin ja nicht immun. Oder ist das einfach nur auf dem Wasser oder wie oder was? Lass das. Oh Mann, ich sehe schon wieder. Aua! Wo ist das? Da. Oh. Blödes Ding. Au! Och, bitte. Ja, und ich bin schon wieder halbtot, ey.
So, jetzt muss ich gucken. Ah! Das müsste das hier sein. Ne? Ja. Hä? Was auch immer. Oh, huch, falscher Knopf. Falsches. Ih. Oh nee, nicht schon wieder so ein giftiger Angler. Die sind doch immer so übertrieben stark. Schluss mit lustig. Puff. 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 Sag mal, mein Freund, kannst du vielleicht mal eine stärkere Knarre ranholen? Diese giftigen sind echt extrem scheiße. Aber gut, dass der da unten fest sitzt und nicht wirklich rauskommt. Da kannst du mich meinetwegen so viel anspucken, wie du willst. So. Aber die sind extrem gemein. Verstehe nur nicht ganz. Soll ich denn jetzt da hinschwimmen? Vielleicht muss ich aber auch von da drüben aus. Kann ich mich denn da drüben hinporten? Nee, nicht wirklich. Das ist die SM Azalea. Das da drüben ist eine abgeschottete Insel offensichtlich. Da gibt es eine Insel. Aber das ist da drüben. Ich glaube, ich gehe einfach mal das Risiko ein und schwimme einfach mal hin. Speicher vorher, weil ich weiß jetzt halt leider Gottes nicht, wie ich das am besten machen soll. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal hier speichern und guck einfach mal. Weil ansonsten wüsste ich jetzt nicht, wie ich da hinkommen soll. Das ist... Ah gut, ich kann sogar schneller schwimmen. Yeah. Geh mal bitte nach oben. Ich hasse das. Jetzt schnell weg. Kann ich mich hier wegporten? Repariere die Wasserpumpe. Ach, ist das euer... Ist das denn noch mehr? Oh, scheiße. Oh, das ist ja mies. Oh, das ist ja mies. Da muss ich ja... Da muss ich noch an zwei andere Stellen hinschwimmen. Oh, das ist ja gemein. Da muss ich mich dann jedes Mal vorher erst heilen und das Red Away nehmen. Da wäre es halt jetzt natürlich viel praktischer gewesen, wenn ich jetzt da... im Wasser immun gegen das Red wäre, ne? Das wäre da jetzt natürlich viel praktischer gewesen. Aber was sollet? Wobei, so viel Red-Schaden hat das eigentlich gar nicht gemacht. Das geht eigentlich. Ich mache besser einen Bogen um diese Blümchen. Hard Rock. Kuff! Oh, ich habe auch noch die falsche Knarre. Ah. Tschüss. Also nicht, dass das eine Option wäre. Tschüss, mein leuchtender Freund. Ach, das ist hier. Das ist hier. Wo diese Leute angegriffen wurden und wurden ins Meer gezogen und der eine mit seinen Innereien, ich kann meine Innereien sehen und so.
Aber bevor wir jetzt dahinter schwimmen, würde ich sagen, ich beende jetzt erstmal schnell die Folge, ne, bevor wir wieder mega Überlänge haben. Also bis gleich.